schon mal hier drinne. Wir haben hier schon mal einen Dialog geführt. Ja, ich kann mich Weißt nicht an noch? dich erinnern. Das war letztens, wo du auf deinen Titel da hattest. Also, das war bei einem Video, das nanntest du Dr. Mohammed oder sowas, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall, da war ich auch mit dabei, habe mit dir einen Dialog geführt über den Islam. Da, wo ich halt meinte, ich weiß nur meine Informationen vom Imam. Ach so, Ja, ja, genau. genau. Jetzt kann ich mich an dich erinnern, ja. Ja, alles gut bei dir so? Ja, soweit geht's mir gut. Ja, da freue ich mich. So, ich bin hier drinnen aus einem Grund. Also, ich würde mich intensiv mit dem Christentum erstmal, mit dir beschäftigen, erstmal darüber einen Dialog führen. Weil wir haben Ja. ja davor halt über den Islam gesprochen, aber jetzt hätte ich mal Fragen zum Christentum. Ja, bevor wir das machen wollten, hast du deinen Imam gefragt über diesen Sklaven? Nee, noch nicht. Erst am Samstag bin ich dort, aber ich werde Ja. schon nachfragen, ja. Okay, dann mach das. So, also es wird ja gesagt, Jesus ist Gott. Ja. Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben, da Jesus halt alle Menschen auf der Erde liebt. Und da ist meine Frage, warum ist die Voraussetzung, dass man die ganzen Sünden übernimmt, nur mit einem Tod so? Also warum muss Jesus sterben, damit die Sünden von den Menschen halt genommen wird, sage ich jetzt mal. Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Selbst im Islam ist das ja auch so der Fall. Die Bibel sagt, durch eine Sünde kam, also durch einen Menschen kam die Sünde, durch Adam. Ja. Und durch einen Menschen wurde die Sünde weggenommen. Wenn man natürlich an ihn glaubt, ne? Also dass die Sünde noch herrscht, ist ganz klar. Aber wir wurden gerettet. Wenn man an Jesus Christus glaubt, wird man gerecht gesprochen. Und selbst Allah, also selbst Mohammed sagte, dass Adam und Musa sich gestritten haben. Das heißt, die Erbsünde existiert auch im Islam. Aber Und ich das verstehe ist jetzt nicht grob, warum man ein Opfer bringen muss, damit die Sünden halt verziehen werden von allen Menschen. ja, also Gott hat das so eingefädelt. Ne? Das heißt, die Sünde muss beglichen werden. Die Sünde muss reingewaschen werden. Guck mal, wenn etwas was Schmutziges ist, sagen wir mal ein Gegenstand, ja, dann musst du das ja Ja. waschen. Und das sagt der Herr Jesus Christus: Ich bin die Quelle des Lebens. Das heißt, nur er kann dich reinwaschen. Alles andere ist vergeblich, weil du kannst ja nicht Gottes Maßstäbe halten. Das funktioniert nicht. Ja, könnte es vielleicht nicht sein, dass, also Jesus Christus meint ja halt, eure Sünden können reingewaschen werden, wenn ihr an mich glaubt, ist ja so, also laut dem Christentum. Aber damit ist ja, glaube ich, auch gemeint, dass wenn ihr Christen seid, dass ihr dann bessere Menschen vielleicht werdet, wenn ihr an den Christentum glaubt. Aber grundsätzlich denke ich halt mal, wenn man einer Religion angehört, dann hat man ja auch eigene Verantwortung. Und eigene Verantwortung heißt, wenn ich eine Sünde mache, dann ist es meine Sünde. Und wenn ich halt was Gutes tue, dann ist das halt meine gute Tat. Und niemand stirbt für mich, damit meine Sünden vergeben werden. Also das würde ja auch heißen so, wenn Jesus Christus jetzt am Kreuz für mich gestorben ist, für meine Sünde, dass ich jetzt eine Sünde machen könnte und dann somit Jesus Christus hier die Sünden für mich übernimmt. Ist Okay. das so? Ja, nein. Also schau mal, die Juden haben ja auch so wie du gedacht jetzt gerade, ne? Also die Pharisäer, ne? Also da gab es ja auch so also es gab es oft Debatten, sage ich mal, ne? Zwischen Jesus und die Pharisäer. Die Pharisäer haben gesagt, wir müssen nur das Gesetz halten und dann werden wir gerecht gesprochen und so weiter. Und Jesus hat denen das vorgeworfen, dass ihr ohne mich nichts tun könnt. Ne? Und das ist ja auch bei Isa auch der Fall. Also Isa kam ja mit der Schrift, weißt du ja, ne? Dass im Islam Isa kam mit der Schrift. Und wieso wollten die Juden ihn am Kreuz nageln? Wieso wollten die Juden ihn töten? Wieso? Boah, warum die Juden ihn töten wollten, weil die Genau. halt ungläubig waren. Oh, Die nee, Juden? nee, die Juden sind ja auch gläubig. Nee, das kannst du nicht Nee, sagen. die Juden sage ich schon. Sorry. Nee, das nehme ich zurück. Nicht die Juden, sondern da waren, glaube ich, Ungläubige, die halt Isa, also Jesus, töten wollten. Ja, natürlich, aber das allgemein, die Pharisäer und so weiter, wollten ja Isa quasi, ja, sterben sehen. Jetzt ist die Frage, wieso wollten sie ihn sterben lassen? Was war die Auseinandersetzung da? Wird das denn im Islam erklärt? Kannst du mir das sagen? Damit kenne ich mich nicht grob aus, aber auf jeden Fall, ich glaube, da wollte halt unser Prophet Isa halt den Islam, also halt
so weiter verteilen. Boah, das ist eine lange Geschichte. Ich glaube, da wurde auf jeden Fall, also das Gesicht von, da gab es, glaube ich, noch eine Person vor Isa. Und diese eine Person hat Isa verraten. Und weil er eben Isa verraten hat, bekam er das Gesicht von Isa. Und diese Menschen, die Isa töten wollten, dachten, er ist halt der richtige Isa, obwohl das nur das Gesicht wurde ja gemacht so. Und dann wurde er halt umgebracht. Also. Das ist meine Meinung, ja, das stimmt. Da sagt auch der Islam, aber da sind unterschiedliche Ja. Meinungen. Das muss nicht so stimmen, unbedingt, dass es der Verräter sein musste. Also da sind verschiedene Meinungen. Es gibt eine Meinung, wo Jesus die Jünger gefragt hat, wer will für mich sterben, damit dann wirst du im Himmelreich kommen. Und da hat sich eine bereit erklärt. Aber wer das konkret ist, da hat der Islam nur Mutmaßungen. Und deswegen sage ich immer wieder, wieso hat Allah damit keine Probleme, dass einer stirbt? Wieso nicht Isa? Also wenn man, ja, also wenn, natürlich wegen Verrat, denke ich jetzt mal. Naja, also er hat ja nicht verraten, der Typ, ne? Das ist eine andere Einsicht. Das ist eine Aussage im Islam. Aber es gibt drei Aussagen oder vier sogar. Es gibt eine Aussage, dass Isa gegangen ist, das sagt ein Gelehrter, zu seinen Jüngern und gefragt hat, wer will für mich sterben an der Stelle? Und jemand hat sich bereit erklärt. Wieso hat Allah damit keine Probleme, dass er stirbt, aber ein Problem damit, dass Isa stirbt? Kannst du mir das Boah, erklären? das kann ich dir wirklich nicht erklären. Aber da ich jetzt, also jetzt mit dem, eigentlich kam ich hier rein, um mit dir über das Christentum zu sprechen, denn du bist ja ein christlicher Missionar. Und also es wird ja sehr oft gesagt, also nicht alle Christen sind sich auch bei dem Thema einig. Wenn man sagt, Jesus ist Gott, dann sagt der andere, Jesus ist der Sohn Gottes. Der andere sagt, nee, da steckt keine Gottheit drinne. Aber ich habe gehört, wenn man wirklich Christ ist, dann glaubt man an Jesus Christus, dass er halt der tatsächliche Gott ist. Das stimmt. Ja. So, aber ich habe auch sehr oft gehört, ich habe auch in der Schule mit meiner Religionslehrerin darüber gesprochen, da wurde halt auch zum Beispiel gesagt, Jesus betete Gott an, damit er Kräfte bekam, um einen Menschen zu heilen. Sowas habe ich zum Beispiel gehört. Oder dass Jesus auch mal Hunger hatte, auch mal geschlafen hat. Auch dass er zum Beispiel von Weitem, das war glaube ich so ein Baum, wo Früchte waren, dass er von sehr weitem nicht sehen konnte, sowas zum Beispiel. Und deine Antwort ist, dass Jesus nicht Gott ist. Nee, Also also ja. das erste Punkt ist, das hat Jesus nie drum gebeten, quasi, dass er die Kraft bekommt, jemanden zu heilen. Er hat natürlich seinem Vater gedankt, ja, aber Ja. er sagt selber, ich habe die Macht, mein Leben zu geben und zu nehmen. Er selber. Ja. Und die Bibel lehrt ja die Trinität. Das Wort Trinität kommt ja nicht vor. Aber die Aussagen über Gottes Wesensart siehst du durch und durch, dass es der Vater, der Sohn und der Heilige Geist am Werk sind. Zum Beispiel gibt es eine Aussage, ganz kurz, ich sag dir das. Was war deine Aussage über den Feigenbaum, richtig? Ja, genau, richtig. Ja. Zum Beispiel sehen wir hier, ich glaube, das müsste Johannes 21, Vers 17 müsste das sein, ja? Oh, kenne ich mich nicht ganz aus, aber könnte sein, ja. Okay. Zum Beispiel muss man ganz klar sagen, das bezieht sich auf das Volk Israel. Das Feigenbaum wird auch als Volk Israel bezogen. Das steht zum Beispiel in Hosea als Symbol für Israel verwendet. Hosea Kapitel 9, Vers 10. Ich fand Israel wie Traube in der Wüste. Ich sah deine Väter als die ersten Früchte auf dem Feigenbaum in seiner ersten Jahreszeit. Und das ist das Problem. Zum Beispiel, da hatte der Jesus seine Jünger anzeigen können, dass Israel von einem Höhepunkt des Alters ein Gericht erleiden würde. Zum Beispiel das folgende Gleichnis gibt diesen Punkt auch her. In Lukas 13, Vers 6 bis 9. Da erzählt er diese Gleichnis: Ein Mann hatte einen Feigenbaum in seinem Weinberg gepflanzt.
Und er kam, um Früchte darauf zu suchen und fand keine. Also sagt er zu dem Gärtner, sieh hier, seit 3 Jahren habe ich kommen und um nach Frucht an den Feigen und noch keinen zu finden. Schneidet es ab. 3 Jahre lang hat der Jesus Christus gepredigt. 3 Jahre lang wurde er verworfen und wollten ihn, haben ihn nicht geglaubt. Und das Feigenbaum bezieht sich auf genau auf diese Leute, dass sie keine Frucht gebracht haben. Die wollten seine Rede nicht sehen. Und das ist es. Feigenbaum wird als Symbol für Israel verwendet. Das ist die Antwort. Zum Beispiel, über 3 Jahre lang diente Jesus in Israel, hat Buße zu tun, aber sie waren nicht bereit. Der verurteilte Gott diese Nation, also die Juden, wegen Ablehnung des Messias. Zum Beispiel in Matthäus 23, Vers 37, über die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Lukas 19, Vers 41 bis 44. Ja? Die haben keine Buße getan, 3 Jahre lang. Und das ist auch in Lukas 13, Vers 6 bis 9, ist das ein Gleichnis über den Feigenbaum, über Israel. Und deswegen hat er diesen Baum verflucht. Das ging nicht darum, dass er nicht allwissend ist. Zum Beispiel, Jesus wusste zum Beispiel voraus, wer seine Jünger ist. Er kannte die Gedanken der Pharisäer. Das kann kein Prophet. Nur Gott alleine schaut im Verborgenen. Also ich kann nicht in, wer kann Gedanken lesen? Ich nicht. Du auch nicht. Selbst die Propheten, großen Propheten selbst nicht. Er schaute voraus, wer ihn verraten wird. Er schaute sogar voraus, dass sogar Petrus ihn verleugnet hat. Er wusste das. Und das mit dem Feigenbaum wusste er natürlich selbstverständlich. Obwohl es noch nicht mal die Jahreszeit für den Feigen war. Aber er hat es ja verflucht. Und bezieht sich auf Israel. Also auf einige Juden. Davon geht es Lukas 13, Vers 6 bis 9. Und Hosea Kapitel 9, Vers 10 steht ja auch, ich fand Israel wie Trauben in der Wüste. Ich sah deine Väter als die ersten Früchte auf dem Feigenbaum in seiner ersten Jahreszeit. Ja, also ich dachte jetzt halt, also so habe ich das halt erzählt bekommen, dass Jesus halt diesen einen Feigenbaum von Weitem sah und er dachte, da waren halt so Feigen und als er sich dann näherte, hat er halt erkannt, dass da doch keine Feigen waren und dann verfluchte er den Baum. Richtig, so. Das bezieht sich auf Hosea Kapitel 9. Ja, genau. Aber da ist meine Frage. Wenn auch Jesus von ganz hinten steht und sich den Feigenbaum von ganz weiten anschaut, muss er doch von seinen göttlichen Kräften aus wissen, da sind Feigen oder da sind keine Feigen. Am Anfang dachte er, da sind Feigen, aber als er sich dann näherte, hat er dann bemerkt, dass da keine Feigen sind. Und da ist meine Frage, wenn Jesus doch wirklich Gott ist, da muss er von seiner göttlichen, also da muss er von seinen göttlichen Kräften auch so wissen oder auch von Weitem sehen. Also er kann dann alles. Ja. Aber warum bemerkte er das dann später? Ganz einfach, habe ich dir vorhin schon erklärt. Zum Beispiel, Hosea Kapitel 9, Vers 10. Ich fand Israel wie Traube in der Wüste. Wie in der Wüste. In der Wüste Trauben? Das ergibt einfach keinen Sinn. Oder hast du mal in der Wüste Früchte sehen lassen, wie Apfel und so weiter? Das ergibt keinen Sinn. Und ich sah deine Väter als die ersten Früchte auf dem Feigenbaum in seiner ersten Jahreszeit. Hosea Kapitel 9, Vers 10. Es geht nicht darum, dass Jesus näher gekommen ist oder Feuer zu sehen, sondern er hat den Baum verflucht. Und was ist dann passiert mit dem Baum? Kannst du mir sagen? Nee, das weiß ich nicht weiter. Der Baum zerfällte. Ja. Kein Prophet oder hat die Macht, etwas zu tun, was Gott tun kann. Der dieses erschaffen hat, hat die Macht, diese Dinge zu vollbringen. Der Baum zerfällt. Oder wir lesen zum Beispiel in einem Psalm, da steht, dass er sogar Winde gestillt hat. Wenn er das kann, aber nicht vorher wusste, was die Jahreszeit wäre, dann hätte er zu Recht gehabt. Aber in all diesen Puzzleteile ergibt sich einen Sinn, dass Jesus allwissend ist. Ja, denn er aber die andere Punkte auf, wenn ich dir die andere Punkte aufgezählt habe, ja, was Gott alles machen kann, und nur auf diesen Punkt du stützt und zu sagen, Jesus ist nicht Gott, weil da gar keine Früchte waren. So, wenn diese Punkte gar nicht vorhanden wären, dann hättest du recht gehabt, aber die Punkte sind vorhanden. Wieso er das getan hat, ist ganz klar, der Feigenbaum ist Israel. Du kannst am besten eingeben, gib am besten in deiner Bibelstelle Feigen. Du wirst nur über Israel sehen. Gott hat zu Israel so gesprochen. Das wie im Alten Testament beispielsweise. Genau. Ja, und da hätte ich halt noch eine Frage. Ja, bitte. Also beziehungsweise ich möchte was dazu sagen. So wenn ich, oder nee, es gab noch eine Sache.
Jesus wurde befragt, wann ist der jüngste Tag? Also Ja. das wissen auch mittlerweile sehr viele Menschen. Jesus wurde befragt, wann ist der jüngste Tag? So, da antwortete Jesus, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß ganz allein der Vater. Also damit ist halt auf Gott bezogen. So, da ist meine Frage, wenn Jesus doch von sich selber aus Gott ist, warum hätte er nicht antworten können auf die Frage? Ja, also aus einem ganz einfachen Grund. Ich versuche dir das ganz klar zu antworten. Guck mal, die Bibel lehrt ja beides, ne? Die Bibel lehrt ja, dass er gleichzeitig Gott und Mensch ist. So, die göttliche Person Christi nahm an eine echte menschliche Natur an, ohne aufzuhören, Gott zu sein. Zum Beispiel, in Christus war sowohl die Natur Gottes, aber auch als die Natur des Menschen in eine Person vollkommen vereint. Matthäus Kapitel 1, Johannes 1, Vers 1, Vers 14, Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 7, Kolosser Kapitel 2, Vers 9. So. Und dann, das heißt, Jesus sowohl ein göttliches, auch als ein menschliches Bewusstsein. In seinem menschlichen Bewusstsein war der Wissen Jesus endlich unbegrenzt. Genau deshalb musste ein Weisheit und Wissen wachsen. Kapitel Lukas, Kapitel 2, von Vers 40 bis 52. Dennoch war Jesus in seinem göttlichen Bewusstsein allwissend und hatte das gleiche unverschiedliche Wissen und die gleiche Weisheit wie der Vater. Beispielsweise Johannes 21 müsste da stehen, Offenbarung 2, Vers 23, Jeremia Kapitel 17, Vers 10. Um das nochmal anzudeuten, die Bibel lehrt das. Das heißt, wir können nicht sagen, uns immer logisch Gott erklären. Die Bibel lehrt das. Entweder man glaubt dran oder man glaubt nicht. Wieso sagt Jesus, nun nicht mal die Engel und so weiter wissen das? Nun nicht mal der Sohn. Merkst du den Unterschied? Dass er höher ist als die Engel. Zum Beispiel Jesus zum Beispiel sendet zum Beispiel die Engel. Ja? Ja. Kein Prophet kann das. Die Engel zum Beispiel in der Hebräer 1, Vers 6 bis 10, beten den Sohn an. Alle Engel Gottes beten den Sohn. Offenbarung 5, Vers 8 bis 10, lesen wir, dass die 24. der Ältesten den Lamm anbeten. Was sehen wir hier? Die Göttlichkeit. Die Apostel selber haben ihn angebetet. Selbst die Engel haben den angebetet. Selbst die 24 Ältesten in der Offenbarung, will ich jetzt nicht ganz ausführlich darüber erklären, was da sind, weil sonst ist das Thema zu lang, beten den an. Selbst der Vater sagt, ich verherrliche den Sohn. Und bevor die Welt existierte, hat der Vater mich verherrlicht. Das heißt, bevor Abraham war, bin ich. Also wir sehen hier klar und deutlich, dass da ganz klar Gott ist. Das sagt die Bibel. Was würdest du jetzt sagen? Also du sagst, weil Jesus nicht allwissend ist, kann er nicht Gott sein, richtig? Ja. Okay. Ist Allah Gott? Der Allwissende, ja, Gott. Aber in Sura 18, Vers 18 sagt Allah, ich fürchtete. Das heißt, Allah ist nicht allwissend und lässt einen unschuldigen Jungen töten, auf Verdacht, dass vielleicht seine Eltern zum Unglauben verführen würde. Allah wusste das noch nicht mal. Moment, Was aber ist welcher jetzt Junge war schlimmer? das? Was ist jetzt schlimmer? Jemanden, das, was Jesus getan hat, dass er zum Beispiel gesagt hat und gesagt, ich weiß es nicht, oder dass Allah auf Verdacht jemanden umbringt, obwohl er das nicht wusste. Also ich hätte definitiv ganz klar gesagt, dass Allah viel schlimmer gewesen ist, weil Allah tötet einen Jungen. Also der große Prophet Khidr. Und Allah, Frau Khashina, bedeutet, er fürchtete. Allah wusste es noch nicht mal. Könntest du jetzt sagen, dass Allah Gott ist, wenn du sagst, Jesus ist nicht Gott, wenn er nicht allwissend ist, während doch Allah auch nicht allwissend ist, somit behauptest du, dass Allah nicht Gott ist? Aber welchen Jungen tötete denn Allah, wenn das Das ist wirklich ein so ist? Knabe gewesen. Darf ich dir das einblenden? Ja. Also erstmal Respekt, dass du reinkommst und wirklich auch zuhörst, ne? Weil das ist mir auch wichtig, ne? Du sagst ja nicht etwas, was nicht da drin steht. Du versuchst ja so zu erzählen und zitierst auch die Bibel auch richtig. Also das muss man sagen. Ja. Ne? Aber Ja, die viele Sache ist, Leute kommen rein. ich komme hier nicht rein, um zu sagen, hier, nein, das ist nicht richtig oder sowas, weil das bringt manchen Muslimen echt nichts, wenn die hier reinkommen und tun, als wären die hier Prediger und dann totalen Mist bauen.
ganz ehrlich. Aber genau, ich war genauso wie du, ne? Ich war genauso wie du. Ich habe einfach gelesen und da steht wirklich drin, ich habe nicht irgendwie versucht, etwas zu verteidigen, sondern ich habe es geprüft. Ich habe mir damals viele Videos angeschaut, also damals zum Beispiel in der Zeit, wo Pierre Vogel konvertiert ist, bin ich auch konvertiert. Und das war die gleiche Zeit. Und ich habe mir seine Argumente angeschaut und ich habe aber in der Bibel geprüft und habe festgestellt, er lügt. Und ich habe mir viele Leute angehört. Ich habe es versucht, irgendwie den Islam irgendwie gerade zu machen, aber ich wurde quasi einfach mehr widerlegt und irgendwann mal habe ich an die Bibel geglaubt. Natürlich hatte ich meine Probleme gehabt. Wie kann Gott Mensch sein? Ich hatte richtige Probleme damit gehabt. Ich habe bestimmt 3 oder 4 Jahre lang gebraucht, um zu verstehen, dass Jesus auch Gott ist. Und ich habe nur geglaubt, er ist der Sohn. Also das gebe ich dir einfach recht. Also es ist unverständlich, es ist schwierig. Aber das sagt die Bibel. Zum Beispiel hier in Sura 18, Vers 80. Kannst du das hier lesen? Ja. Okay. Und von welcher Seite ist das? Das ist der Koran online. Aber wir können gerne jede beliebige, auch auf Arabisch gehen, jede beliebige Seite können wir auch. Aber hast du einen Koran zu Hause? Nee. Ja, also schon doch auf Arabisch, aber ich habe keinen Deutschen zu Hause. Okay, dann besorg die mal oder geht zu deiner Moschee. Du gehst ja jetzt bald zu deiner Moschee, ne? Ja. Dann nimm den Koran. Und schlag Sura 18, Vers 80. Und dann wirst du die gleiche Aussage sehen. Also, das heißt hier, ne? Fürchtete. Das heißt, Allah wusste es noch nicht mal. Also, auf Vermutung. Also, Allah fürchtete? Genau. Dass Allah nicht wusste. Vielleicht oder auch nicht. Deswegen hat Allah diesen Propheten Khidr beauftragt, diesen Jungen zu töten. Und was steht davor? Also bei 79? Ja, bitte. Ja, also was steht da in Sura 79? Was das Boot anlagt, so gehört es armen Leuten, die auf dem Meer arbeiteten. Und ich wollte es schadhaft machen, denn hinter ihnen war ein König, der jedes Boot kapperte. Und was den Jüngling anbelangt, das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Und dann geht Allah auf diese Sache ein. Und was den Jüngling anbelangt, so waren seine Eltern Gläubige und wir fürchteten, er möchte Schmach über sie bringen durch Widersetzlichkeit und Unglauben. So, ich zitiere jetzt die Gelehrten, ja? Einer der großen Gelehrten. Was er eigentlich zu dieser Sura 18, Vers 80 sagt. Es gibt noch viel mehr darüber, ob Allah allwissend ist oder nicht, aber ich will dich nicht zu sehr damit überfordern. Ja. Aber was meinst du denn so, wer den Koran jetzt geschrieben hat oder wer den verfälscht hat? Also was sagst du denn eigentlich dazu? Woher der Koran ursprünglich herkam? Also man muss erstmal ganz klar festhalten. Viele Muslime glauben, dass Allah den Koran verfasst hat. Ne? Hast du auch schon mal gehört, ne? Das ist aber nicht richtig, Habibi. Selbst die Gelehrten sagen das gar nicht. Allah hat nicht selbst das Buch verfasst mit seiner eigenen Hand, sondern er hat das ja, Mohammed ja hat das ja rezitiert. Ah, ja, genau. Genau. So. Und wer das Buch verfasst hat, wann die Historiker sagen einfach nur, dass es Menschen waren, die Muslime sagen das auch, aber am Anfang haben die Leute sich das nur bemerkt. Also die haben das nicht sofort aufverfasst. Das waren ja keine, teilweise, hier, sag mal schnell. In der Zeit von Mohammed wurde ja nicht der Koran verfasst, sondern nach seinem Tod, Abu Bakr und so weiter, dann gab es den Uthman. Und in diesen ältesten Manuskripte werde ich bald 10 Teile machen, um beweisen, dass der Ursprung, die Texte, was jetzt im Koran vorkommt, gar nicht existieren. Genau. Okay. Könntest du mir dann einen Beweis nennen, was wirklich der Wahrheit entspricht, also dass halt der Christentum die Wahrheit ist? Gibt es da klare Beweise? Ja. Zum Beispiel, wenn du zum Beispiel außerbiblische Quellen gehst, du musst nicht mal die Bibel lesen, ne? Geh mal außerbiblische Quellen, geh mal auf die Historiker. Zum Beispiel Historiker, die glauben ja nicht teilweise an Jesus, das gibt es viele. Die selber glauben, dass Jesus Christus gestorben ist. Die berufen sich auf Fakten. Islamische Historiker sagen, dass Mohammed nie existiert hat. Ich habe sogar ein Buch, wirklich. Geh einfach zu einer Universität,
am besten, ich weiß gar nicht, wo du wohnst, geh mal, wenn wo da Islam oder keine Ahnung, Münster Beispiel, oder egal wo du gehst. Jeder Historiker sagt, es gibt sogar die Aussage, dass Mohammed nicht existiert. Und viele Historiker sind sich zu 90%, dass Mohammed nie existiert hat. Weißt du wieso? Weil zum Beispiel die Landkarte über Mekka war ja angeblich eine Handelsroute. Im 7. Jahrhundert existiert überhaupt gar nicht Mekka. Das war gar nicht da vermerkt, dass dort eine Handelsroute gewesen ist, sondern Petra. Die ersten Moscheen waren unter Abd al-Malik. Er hatte zum Beispiel Münze gehabt, wo Kreuze waren. Der Gepriesene. Der Gepriesene ist nichts anderes als Jesus selber. Das heißt, als Muslim macht Abbildung als Münzen gekreuzigt, ja, und Mahmadin bedeutet unter anderem der Gepriesene und das bezieht sich alles auf Isa. Und zum Beispiel, die ersten Moscheen waren Richtung Petra, nicht Richtung Mekka. Und das sind Fakten. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Das sind nur Fakten. Und die Bibel berichtet auch historische Beweise. Weil zum Beispiel die Stadt Ninive in den heutigen Mosul, im Irak, haben viele Theologen gesagt, das ist eine erfundene Geschichte. 2004 wurde es tatsächlich gefunden. Die Stadt Ninive existiert. Die biblische Berichte. Historische Funde über David und so weiter, über Noah, über Musa, also über Moses. Es sind nur Fakten, wo man sagen kann, ich kann nur an dieses Buch glauben. Das Buch ist außerbiblisch authentisch und was in der Bibel reinsteht. Und ich kann das mit meinem Glauben vereinbaren. Ich kann mit den historischen Beweisen mit meinem Glauben vereinbaren. Das ist der Punkt. Ja. Aber wenn ich meinen Glauben auf historischer Basis vereinbaren möchte mit dem Islam, kann ich es gar nicht. Weil es ist entgegengesetzt. Das ist das Problem. Beispiel hier. Und was den Jungen anbelangt, so waren seine Eltern Gläubige und wir befürchteten, er könnte sie mit Unverschämtheit und Unglauben überwältigen. Denn er ist vom Hadith des Moslems beschrieben, unterdrückte sie wegen ihrer Liebe zu ihm. Sie waren ihm auf solchen Weg des Unglaubens gefolgt. Ne? Das heißt, Allah sagt, wir fürchteten. Deswegen wurde ein Knabe einfach umgebracht. Oder wenn ich dir zum Beispiel zeige über Yunus, zum Beispiel mit der Stadt, was da passiert ist. Und wenn du das beachtest, was Allah zum Beispiel gesagt hat, er schickt Soldaten und sagt, aber oder mehr. Weißt du, was ich meine? Könntest du das bitte nochmal sagen? Ich habe das gerade nicht grob verstanden. Nee, alles gut. Es gibt auch eine Stelle im Koran, Allah schickt zum Beispiel Soldaten und dann steht da, oder mehr. Das heißt, Allah schickt Soldaten, aber weiß nicht, welche Anzahl. Soldaten oder mehr? Okay. Genau. Das heißt, entweder schickt er 10.000, aber er weiß es nicht genau. Und das zeigt mir, dass das dort Menschen verfasst haben. So, ne? Aber das ist, es geht jetzt um den Propheten Jonas, heißt das auf Deutsch? Ja. Okay. Es ist eine ähnliche Geschichte, warte mal ganz kurz, wo musste das sein? Nee, ich glaube nicht so eine 16. Doch, 10 müsste das sein. Also ganz kurz. Darf ich dir das kurz zeigen oder hast du noch Fragen? Ja, ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. So, ich denke mir halt, wenn ich jetzt sterben sollte oder allgemein ein muslimischer Mensch und der steht dann vor dem Jesus Christus, also laut der christlichen Sicht vor dem Herr, dann würde man ja als Moslem sagen, ich wusste es nicht. Ich konnte es nicht glauben, dass ein Mensch wirklich der tatsächliche Gott ist. So, ein Moment. So, bin wieder da. Also, hört man mich? Ja, man hört dich. Okay. Also was ich sagen wollte ist, auf jeden Fall, wenn ein Muslim vor Jesus Christus stehen würde, würde der Muslim halt sagen so, oh mein Herr, ich konnte nicht wissen, dass du wirklich unser Herr bist, da wir nicht dran glauben konnten, dass ein Gott auch ein Mensch werden kann. Also doch schon, Gott kann ja alles, aber verstehst du, wie ich meine? Dass Isa, jetzt der Prophet, jetzt wirklich Gott war. So, es gibt ja auch Menschen, die halt nicht dran glauben können. So, also so würde ich antworten. Ja. Aber man würde eher so an einen Gott glauben, der jetzt wirklich Gott bleibt, ohne jetzt in drei Gestalten, ohne
Sohn, also Sohn, Geist, Vater. Also wenn schon, Gott ist Gott. So. Ja, Deswegen. also das erste Punkt ist, also jeder Mensch hat ja die Verantwortung. Man muss erstmal sagen, dass Gott gerecht ist, richtig? Ja. Gut. Gott lässt nichts etwas Ungerechtes. Da wird niemand einen Menschen ungerecht bestrafen, sondern es liegt immer an den Menschen selbst. Sonst wäre der ungerecht. Das zweite Punkt ist, ich habe am Anfang auch so gedacht, wie kann Gott Mensch werden? Aber wichtig ist, dass du anfängst, erstmal die Bibel zu lesen. Das wird dir alles selber beantworten. Gott wird dir das alles zeigen. Das ist erstmal das Hauptpunkt. Es ist, wenn du schon so anfängst, dass du sagst, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dann liest du dann auch automatisch nicht die Bibel. Aber wenn du versuchst zu lesen, einfach mal ohne erstmal zu überlegen, wie kann Gott ein Mensch werden oder wie geht das? Guck mal. Das ist erstmal ein falscher Ansatz. Gott ist nicht ein Mensch, sondern Gott hat sich nur in einer menschlichen Form Ja. gezeigt. Das heißt, das, was in ihm ist, das ist Gott, das ist die Wesenseinheit zwischen Vater und Sohn. Und das ist wichtig zu erwähnen, ist, dass dieser Person, was in ihm ist, er hat sich nur so offenbart. Wie zum Beispiel, beispielsweise, Allah hat sich zum Beispiel in Dornbusch gezeigt, ja? Und dann sagt er, gesegnet ist der Mann, der im Dornbusch, also der gesegnet ist der Mann, der im Feuer sitzt. Im Feuer sitzt. Der Mann steht da. In diesem Sura kann ich dir gleich einblenden. Der Mann im Feuer ist. Das heißt, Allah selbst hat sich im Feuer gezeigt. Und da steht der Mann. Das heißt, da muss man jetzt überlegen. Also Allah kann diese Dinge vollbringen. Es gibt ja diese wie heißt das am besten? Reinkarnation, Reinkarnation, irgendwie sowas. Und das ist im Islamisch vorhanden, definitiv. Nur ist die Frage, dass die Muslime oft die Bibel falsch verstehen. Die sagen, ja, Gott ist ein Mensch, er geht auf die Toilette und so weiter. Das ist völlig Quatsch. Das ist völliger falscher Ansatz. Es ist nur wichtig zu erwähnen, ist, selbst Allah sitzt auf seinem Thron. Sitzt, steht da, auf dem Thron. Er läuft sogar über dem siebten Himmel. Er läuft Stufen. Es gibt siebte Himmel, sechste Himmel, fünfte Himmel, vierte Himmel mit Stufen. Das sagt Tabari unter anderem. Und selbst diese islamische Ähnlichkeit ist vorhanden, aber die Muslime schauen nicht dahinter, weil die nicht fragen, weil die nicht mal nachdenken. Und die wollen nicht mehr weitergehen. Zum Beispiel dieser eine Muslim vorhin, dieser junge Kerl, kommt rein Ja. und völlig perplex. Er sagt, ja, das hast du reininterpretiert. Ich so, nein, ich schließe es nur vor. So, und das ist ja das Problem, weil viele wissen es nicht, viele Gelehrten wissen es auch nicht. Das ist das Problem und deswegen greift man die Bibel ein. Und wenn ich dir jetzt zeige, dass die Gelehrten sich auf die Bibel stützen, was würdest du tun? Ja, also ich würde mich erstmal intensiv damit beschäftigen, weil. Also wenn du jetzt mir zum Beispiel so Internetseiten zeigen würdest, wo zum Beispiel Sachen über den Islam stehen, jetzt muss man ja auch damit rechnen, dass alles, was im Internet präsentiert wird, nicht der Wahrheit entspricht. Zum Beispiel der eine sagt, kennst du zum Beispiel Michael Stürzenberger, kennst du den? Ja. Ja. Der sagt zum Beispiel bei seiner Kundgebung, ja, im Islam wird befohlen, tötet die Ungläubige, wo immer ihr sie auch findet. Und der nimmt nur diesen einen Abschnitt und nicht den gesamten Kontext. Also es gibt auch manche, die den Islam schlecht darstellen wollen und deswegen sich an diese Menschen zu orientieren und das zu glauben, was sie sagen, das würde ich jetzt nicht glauben. Also du würdest mir jetzt sagen, das sagt nicht ich, sondern dein Koran, aber ich sag mal so, die, die es gelehrt bekommen haben und die auch die Zulassung haben, ihre Informationen weiterzugeben. Also ich würde mich eher an diesen Menschen orientieren und von da mein Wissen holen, statt vom Internet. Denn im Internet steht so viel Scheiß, sage ich jetzt mal, dass es aber nicht zu glauben ist, weißt du? Ja, Aber eine also ich Frage hatte hätte ich dir, guck noch. mal, Ja. also ich habe, wie gesagt, ich habe dir ja den Angebot gemacht, dass du das alles vorher prüfst mit deinem Imam, was ich vorhin gesagt hatte, also letzte Woche oder vor 2 Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, und dass du dann wieder reinkommst. Der Ibn Kathir sagt, was du meinst, ein Vers weiter, das sagt nicht nur Ibn Kathir, Habibi, da sagen alle Gelehrten, sagen das, sobald sie das Wort annehmen, sobald sie das Wort Allahs hört, dann sind das ja Muslime, dann lass sie ihre Wege ziehen. Das ist der Kontext.
Ja. Und Michael Schützenberger hat nicht Unrecht. Ja, das und ist jetzt noch eine Frage. Ja. Weil du bist ja in einem demokratischen Staat aufgewachsen. Aber die Leute, die im Nahosten sind, die ticken ganz anders als du. Ja, es gibt ja auch in anderen Ländern, das ist ja der IS, der zum Beispiel die Ungläubigen, es gibt ja auch diese Steinigung. Also laut der Scharia gibt es auch die Steinigung. So, aber es gibt auch manche Leute, die Steinigung halt ganz falsch verstehen. So, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zum Beispiel fremdgehen sollte, da muss es mindestens muss es Zeugen geben und erst dann besteht die Steinigung. Aber es gibt auch manche, die sowas zum Beispiel falsch verstehen und dann präsentieren die halt sowas zum Beispiel ganz falsch. So, weißt du? Also deswegen orientiere ich mich lieber an das, was wirklich der Wahrheit entspricht, wo ich auch meine Information sicher habe. Woher hast du diese Information jetzt her? Woher weißt von du über die Imam. Steinigung? Jetzt da habe ich einmal nachgefragt, ja. Okay, aber wenn ich dir zeige, dass Mohammed Frau umgebracht hat und ohne vier Zeugen, was würdest du jetzt tun? Also meinst du jetzt grob jetzt die Steinigung? Weil ich meinte jetzt nur die Steinigung da. Ja, ja, auch mit der Steinigung. Ja, also die Steinigung, ja, von Internetseiten meinte ich ja gerade eben, ist ja nicht zu glauben, also finde ich. Naja, aber ich hätte eine Frage. Aber woher hast du dein Wissen her? Guck mal, du gehst doch an eine Schule bestimmt, ne? Ja. Okay, wenn du Sachen nicht weißt, googelst du etwas, um Sachen zu wissen? Nein. Also hast du noch nie getan, auch in der Schule nicht? Also wenn es jetzt um Religion geht, also wenn es jetzt um Islam geht, frage ich meinen Imam. Aber wenn es um andere Sachen geht, Internet natürlich. Also hast du schon mal. Aber wie kannst du dann diese Quellen glauben? Die können ja auch lügen, weil du sagst ja immer, du machst irgendwo eine Ausnahme, aber alles andere im Internet nimmst du dein Wissen her, zum Beispiel über Mathe, über Deutsch und so weiter. Aber es kann ja auch erlogen sein, weil du bist ja sehr kritisch übers Internet. Ja, wenn man jetzt Mathe kann man ja ganz leicht überprüfen. Weißt du, also wenn jemand zum Beispiel jetzt bei einer Internetquelle, bei einer Internetseite zum Beispiel eine falsche Matheaufgabe hintut, dann kann man den Lehrer fragen und wenn der Lehrer sagt, ist richtig, dann ist richtig, wenn nicht, dann nicht. Ich könnte jetzt zum Beispiel... Deswegen sage ich dir, kannst du damit zu deinem Imam gehen. Ja. Aber weißt du, was mein Wunsch wäre? Mein Wunsch wäre noch mehr, aber ich glaube nicht, dass dein Imam kommen würde. Er würde sich nicht auf sowas einlassen. Wenn du gerne deinen Imam einfach mal einlädst, dass ich mal einfach mal mit dem rede. Ich denke genug, dass er sagen wird, dass er das verleugnen wird. Das, was ich sage. Denn er hört auf Ibn Kathir, er hört auf die ganzen Tafsirs. Ich meine, wie kann ich dir das am besten zeigen? Wenn ich dir jetzt zum Beispiel zeige, guck mal, ich habe ein Buch, Sahih al-Bukhari, ne? Ja. Wenn ich dir das jetzt vorlese und die Kamera jetzt einblende, dass er ohne Zeugen Mohammed gesteinigt hat, würdest du dann den Islam verlassen? Erstmal würde ich meinen Imam fragen, ob das richtig ist. Und verlassen würde ich nicht direkt, denn ich muss mich weiter informieren. Okay, dann mach das. So, ne? Ja. Das Ding ist, wir können ja nächstes Mal so machen, wenn du gerne Fragen hast oder so. Dann kann ich dir das gerne einfach alles zeigen. Du kannst deinem Imam sagen, welche Bücher ich habe. Und er hat auch 100% diese Bücher. Und dann schlägt ihr gemeinsam zusammen auf. Ich schicke dir gerne die Seite als PDF-Datei oder... Dann kann er seine Bücher in seine Moschee gehen und einfach selber da nehmen, ne? Ja. Aber ich muss dir eins sagen, die Gelehrten sind ja höher als dein Imam, ne? Ibn Kathir und die ganzen Gelehrten, das ist ja nur ein Imam. Es gibt ja Mufti, es gibt ja Scheich und so weiter und das waren Großgelehrten. Sein Wissen hat er von denen. Ja, aber es gibt verschiedene Sichten, wo man seine Informationen herbekommt. Also es gibt ja im Islam gibt es ja einmal die Schiiten und die... Wie heißen die anderen nochmal? Weißt du das? Ja. Es gibt's ja hier verschiedene Arten. Es gibt ja 72 Schiiten. Ja, und die Quellen überall sind ja nicht gleich so. Ne? Also die anderen präsentieren das so, die anderen so. Ich mache dir gerne dein Angebot. Du kannst mir gerne deine Mail hinterlassen nach dem Stream und dann schicke ich dir das alles. Und dann gehst du damit zu dem Namen. Und ich hätte noch eine Frage, wenn man jetzt als, nur bei der christlichen Sicht, wenn man jetzt als Moslem sterben würde, würde man direkt in die Hölle kommen oder wie ist das so? Also ohne Jesus Christus wird alle Menschen in die Hölle kommen, ja. Aber es gibt ja, aber das habe ich auch mit meinem Imam besprochen,
Also ich finde, es kann ja nicht sein, dass jemand, der zum Beispiel eine andere Religion angehört, direkt in die Hölle kommt. Weil wenn man zum Beispiel als Christ geboren wird, stirbt man ja höchstwahrscheinlich als ein Christ, weil man so erzogen wurde, so hat man das ja auch beigebracht bekommen. Also hat ja was viel mit der Erziehung zu tun gehabt. So. Und das ist bei jedem Menschen so. Wenn man als Moslem geboren wird, wird man auch so erzogen und bis zum Ende geht es dann immer so weiter. Ich finde irgendwie, die Menschen können ja nichts dafür, dass sie halt so, weißt du, wie ich meine, dass sie halt daran glauben. Denn sie wurden ja so halt demnach orientiert, dass sie sich halt dafür orientieren müssen. Ja, aber das ist ja da teilweise. Definitiv liegt es nicht nur an der Erziehung, sondern es liegt auch an dir selber. Das zweite Punkt ist, viele Muslime kommen nicht zu Jesus, weil die Angst haben von der Familie. Die wollen nicht als Christen sein, weil Christen hört sich für die sehr negativ an. Aber was sie über Christen verstehen, ist meistens eh verkehrt und falsch. Und das liegt nicht an der Erziehung, sondern es liegt an dir. Sobald du klar denken kannst, sobald du für dich selbst die Verantwortung trägst, dann, so wie jetzt du in meinen Stream kommst und ich dir das eingeblendet habe und gezeigt habe, wird dich Gott daran erinnern. Wenn du stirbst, ich hoffe, dass du nicht ohne Jesus stirbst, aber alle, die ohne Jesus Christus nicht an sein Blut geglaubt haben, die werden verloren gehen. Ja, das ist auch beim Islam so. Also wer ohne den Islam stirbt, also wird auch laut dem Islam in die Hölle gehen. Also finde ich schade, dass manche Menschen halt in die Hölle gehen müssen, nur weil sie jetzt an die Religion nicht glauben oder nicht viel dafür tun. Weil ich finde auch, das hat viel was mit Erziehung zu tun, dass man so erzogen ist und dann halt demnach sich orientiert, was man beigebracht bekommen hat. Es gibt auch manche, die haben das Glauben an einen Christ oder als Moslem und das ist halt für sie so ein Nebenbei. So, weißt du? Und Aber schau mal eine ich Frage. Ja, denke, ja. ne, du hast ja selbst die Verantwortung, damit zu tragen. Ne? Also Jesus hat sich der Welt offenbart. Es gibt ohne Ende Bibel zu lesen. Du kannst in jede Buchhandlung gehen. Du kannst ja die Bibel auswählen. Du kannst es kaufen. Ich kann dir gerne eine schenken. Und wir haben alle Zugänge. Wir haben Internet. Wir haben alles. Und man kann nicht sagen: Tut mir leid, Jesus. Meine Eltern sind schuld, weil die mich so erzogen haben. Der wird dir sagen: Du hattest die Chance gehabt. Du wusstest das, dass ich am Kreuz gegangen bin, aber du hast nicht an mich geglaubt. Aber weißt du, du wirst viele Sachen im Islam erfahren, wo du am Ende deine Knie beugen wirst. Das weiß ich. Deswegen, das ist mein Wunsch, dass du das eines Tages erkennst. Weil du bist jetzt am Anfang des Islams. Du wirst dich alles an meine Worte erinnern, was ich dir gesagt habe. Und du wirst dann eines Tages, wirst du mir ein Mail hinterlassen oder wirst nochmal kommen und wirst sagen, ich habe den Islam verlassen. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit da. Weil irgendwann mal das, was ich dir sage, wird alles als wahr dargestellt werden. Dass der Islam nicht darauf basiert, was du denkst. So habe ich auch früher gedacht, aber das ist nicht der Islam. Der Islam ist ganz anders. Der Islam ist das, wo der Koran befiehlt tatsächlich, das mit dem Töten zu legitimieren, dass die Scharia Pflicht ist. Hast du dich gefragt, wieso solche große Imame in der Osten und so weiter befürworten, Juden zu töten, zu schlachten und die Scharia voranzutreiben? Meinst du, die können kein Arabisch? Meinst du, alle haben falschen Koran, nur dein Imam hat recht? Das passt nicht. Ja, aber es gibt verschiedene Sichten. Zum Beispiel der IS und der Islam, an dem ich glaube, ist ja nicht dasselbe. Bitte? Also es gibt ja einmal den IS, den Islamischen Staat. Das sind diese Leute mit Waffen in der Hand, Sturmmaske und die töten ja Menschen. Aber ich glaube an sowas nicht. Und Ja, aber sowas gehört die uns Beruf, auch nicht an. ja, ist auch richtig so, aber die berufen sich auf den Islam. Also das ist laut der Sicht, wie ich das beigebracht bekommen habe und jeder, den ich kenne, also da gehört kein Töten hinzu. Da werden die Menschen in, nach Aber Syrien dann kannst du mir eingeladen, damit die zeigen, halt. anhand der Suren, kannst du mir bitte irgendwelche Sure sagen, was der Islamische Staat gegen den Koran ist? Kannst du mir das aufzeigen? Ich bin kein Prediger, also wenn ich ein Prediger wäre, könnte ich das, aber leider nicht. Okay, also ich So. kann dir das gerne alles zeigen, aber dann ist das Thema zu lang. Es wird darüber eh Videos kommen. Weißt du, der Ja, Imam, und ich hab, ja. musst du dir eins merken, das ist jetzt ganz wichtig für dich. Schreib dir das am besten auf. Dein Imam wird dir sagen, dass der IS chawarisch ist. Das sagt jeder zweite Muslim hier, damit er seinen Islam schützt. Die sagen chawarisch. Was heißt das?
Chawarisch war eine Gruppe unter dem vierten Kalifen, dritten Kalifen und so weiter. Die haben teilweise Muslime umgebracht und immer, und Ali, der vierte Kalif, der hat sie dann auch am Ende verfolgt und so weiter. Das erste Fall ist Chawarisch, von den größten Gelehrten, die Meinungen sind, sagen, das sind Muslime. Ich habe ein Buch, habe ich das hier? Ah, leider nicht, ich bin jetzt gerade hier im Keller. Nee, habe ich leider nicht, das ist oben. Und das ist das Buch Chawarisch. Ja, aber ganz ehrlich, man dürfte jetzt Salafisten mit den Muslimen nicht vergleichen. Es gibt ja manche, die sagen so, also es gibt viele Menschen, die sagen, die Muslime, das sind doch eh Menschen, die sich später selbst in die Luft springen werden bei einer großen Veranstaltung oder sonst was oder Waffen ja, in der Hand auch, haben werden. Das ist der Dschihad. Das sagt der Koran auch. Aber Dschihad, also es gibt, der IS interpretiert diesen Dschihad ganz anders, als der tatsächlich ist. Der Dschihad, also damit wird halt gemeint, dass, ja, der Dschihad, also mit dem Dschihad, wenn man über den Dschihad spricht, meint man damit, dass man halt den Islam weiterverbreitet. Das ist so. Aber mit weiterverbreiten heißt nicht, Menschen töten oder Menschen dazu zwingen, den Islam anzugehören. So. Dschihad kann man, also macht man auf friedliche Art und Weise und nicht mit Gewalt. Und das ist halt das, was der IS ganz falsch verstanden hat. Und die sind halt dafür verantwortlich. Ja, aber du kennst nur den einen Dschihad. Den Dschihad, was du sagst, ist ja gegen deine eigenen Nefs kämpfen. Ne? Also, dass du gegen ja, deine eigenen Nefs, du weißt, was Nefs ist, ja? Ja. Ja, dass du gegen das kämpfst. Aber es gibt noch einen Dschihad. Und der Dschihad mit den Waffen. Und der Koran spricht nur darüber. In Kampfhandlungen. Nicht dieser. Der ganze Tafsir, die ganzen Bukhari, die ganzen Sahih spricht nur über Dschihad mit Kampf. Es gibt ein, zwei Dschihiden, Hadithen, wo es mit deinen eigenen Nefs was zu tun hat. Also guck mal, das sind Chawarisch, ja? So, das kannst du am besten aufschreiben, dann kannst du dich damit quasi beschäftigen. Es gibt ein Buch darüber, ich weiß gar nicht, ob man das übers Internet findet. Nein. Es gibt irgendwo ein Buch darüber. Und wer sind die Chawari in der heutigen Zeit? Zum Beispiel Abu Bara und sowas berichtet darüber. Und bla 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 bla. In diesem Buch geht es ausführlich über Chawari. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr spannend. Kufr bin Tachut. Kufr bin Tachut, weißt du, was das bedeutet? Nee. Tachut ist das, was der Islam, Islam, das ist islamisch, das hat der IS praktiziert. Ach gut, guck mal. Ne? Also das findet und Kufr bin Tachut, die tiefe Verständnis der Shahada, beispielsweise. Tachut hat ja viele Bedeutungen. Beispiel heißt es, dass du nicht mit einer Regierung verhandelst. Also das Tawhid, Islam, Iklas, Bedeutung Tachut, Tawhid, Islam, damit kannst du dich einfach alles, oder zum Beispiel hier, Kufr bin Tachut, bei Bina Bila Bedeutung, Beispiel. Ne? Also ich sage das nicht nur irgendwas, sondern das sind islamische Quellen. Zum Beispiel hier, ein Aufruf zu La ilaha illallah, bla bla bla, Kufr und so weiter gegen Tachut. Ja, ist eine aber das sind ja ganz andere Quellen. Ja, aber das sind ja das, wo die IS sich damit ernährt hat, und das ist islamisch. Naja, das ist wieder so eine Glaubenssache, ne? Also an was man glaubt. Also Fakt ist einfach, ich glaube halt nicht daran. Und bei uns selber wird in der Moschee auch gelehrt, dass man an solche Menschen halt nicht glauben sollte, dass sie halt das Richtige tun. Ne? Aber da hätte ich noch eine Frage. Es geht um die Mondspaltung, was unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Die Mondspaltung, hast du da... Entschuldigung, dass ich dich unterbrechen habe. Hier geht alles es um gut. Diesen Selamun. Ja, guck mal, dieser Selamun hatte damals ein privates Gespräch gehabt, der Munafik, und hat zugegeben, dass die Meere sich mischen. Und vor seinem Publikum tut er so und hat noch gesagt zu Friedrich, eiskalt ins Gesicht, ja, ich muss das ja zugeben, damit ich mein Gesicht nicht verliere. Und du bist sogar, er ist sogar dumm, das sage ich ganz offen, dumm, um zu lügen. Er behauptete in einem anderen Video, dass die Manuskripte, ja, es sind ja nicht die ältesten Manuskripte.
ich meine, Topke ist einer der ältesten Manuskripte und so weiter. Das Birmingham und so weiter. Und das ist das Problem, Starman. Hör auf, deine Leute vorzutäuschen. Du hast mit Friedrich ein privates Gespräch gemacht und hast zugegeben, dass die Meere sich mischen. Und angeblich soll ich dich kennen von damals noch, von der Zeit vom Breakdance. Keine Ahnung, wer du bist. Du hast irgendwie zu ihm gesagt, wenn ich dich sehen würde, dann würde ich dich erkennen, dann hätte ich dich umarmt und so weiter. Na? Du hast schon, der hat Wikipedia-Seiten verfälscht. Er hat Wortlexikon verfälscht. Dieser Typ ist nicht glaubwürdig. Der andere verfälscht der Hadith, wirklich wortwörtlich Hadithen, und sagt, es ist, ja, aber ich meine das sinngemäß. Ja, wieso hast du das nicht in deinem ersten Video so gesagt? Das hat eine ganz andere Bedeutung gehabt. Deswegen bist du unglaubwürdig, Stanon. Zum Beispiel, du kommst einfach rein, schaffst es noch nicht mal mit mir 10 Minuten, sagst nur was und gehst wieder raus. Guck mal, der hier, dieser Muslim, der hat wenigstens Mut und stellt Fragen und ist nicht so besoffen wie du, dass du, ich habe das Gefühl, dass du unter Drogen stehst. Ja, das ist doch gar kein Gespräch. Guck mal, er hat wenigstens, er lässt ausreden. Wir können normal reden. Jeder sieht das. Aber mit euch kann man nicht reden. Ne? Starmoon Islam. Sei doch ehrlich. Hast du nicht gesagt, Meere mischen sich im privaten Gespräch? Ja, und dass du früher ein Breakdancer gewesen bist, dass ich dich angeblich kenne. Ich glaube, Smolik und ganz, wie heißt der, Smokit und so weiter, diese ganzen Leute. Ich kenne dich gar nicht. Ich weiß es nicht, wer du bist. Aber auch wenn ich dich kennen würde, würde ich dich nämlich mal begrüßen nach dem ganzen Aktion, dass du meine private Sachen angeblich und hast gesagt, das wäre mein Ex und so weiter. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ja, niemals, wie lächerlich. Friedrich kann das selber bestätigen. Ja? Vielleicht gibt es sogar die Tonaufnahme. Das wäre ja richtig heftig. Ich frage ihn mal. Und dann können wir das mal gerne einblenden. Dann drehen wir mal ein bisschen den Spieß um, was du zu denen gesagt hast. Ja, bitte. Ja, auf jeden Fall wollte ich über die Mondspaltung sprechen. Also das wurde ja auch in der Moschee bei uns halt beigebracht. Es geht um die Mondspaltung und unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat diesen Mond in zwei Teile zerrissen oder gemacht, keine Ahnung, wie man das jetzt hier sagt. Und das hat er gemacht mit seinen Kräften, um den ungläubigen Menschen halt zu zeigen, dass halt der Islam die richtige Religion ist. Und es gab dann halt Menschen, die das dann geglaubt haben, nachdem die gesehen haben, dass der Mond dann in zwei Teile getrennt wurde. Aber es gab Menschen, die waren halt, wie soll ich sagen, die wollten das nicht glauben. Die wollten es nicht, die haben das mit ihren eigenen Augen gesehen, dass unser Prophet Mohammed das konnte, aber die wollten es nicht glauben. So, und das steht auch im Koran drin, und das ist halt ein Beweis, warum der Islam die richtige Religion ist. So haben wir das beigebracht bekommen. Und ich wollte dich fragen, was du dazu sagst. Ja, also erstens, weil nicht Mohammed selber hat das angeblich getan. Das ist nicht richtig. Das Zweite ist, dass es überhaupt nicht, also wenn du glaubst, dass das Mond wirklich gespaltet ist, dann ist das nicht richtig. Allah, also Mohammed selber sagt, er ist nur ein deutlicher Warner. Er ist nicht als Wundertäter. Ja? Der ganze Koran spricht davon. Er ist nur ein Warner. Was bringt das, dass Allah zum Beispiel den Mond spaltet, aber einen Menschen, der blind ist, der Schmerzen hat und so weiter, was bringt das, dass man den nicht heilt? Aber was bringt eine Mondspaltung? Guck mal, in Sura 80, Mondspaltung, ja. Kannst du das hier lesen? Also hier steht, er runzelte die Stirn und wandte sich ab, wie ein blinder Mann zu ihm kam. Also wenn du glaubst, dass der Mond gespaltet ist, dann zerfällt der Islam in sich. Wenn Mohammed einen blinden Mann nicht heilen konnte, weil ein blinder Mann zu ihm kam, und Mohammed runzelte sogar die Stirn und wandte sich ab von denen. Was bringt es einem Menschen, Mond zu spalten, wenn man was Gutes nicht dem Menschen tut? Verstehst du meine Aussage? Ja, ich verstehe das, aber ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Mondspaltung etwas zu tun hat. Ja, ich will dir damit sagen, es bringt niemandem, einem Menschen, einen Gefallen. Er tut dem Menschen damit nichts Gutes, wenn der Mond gespaltet ist. Sondern er kam, ein blinder Mann, zu ihm und sagte, oh Mohammed, bitte heile mich. Aber Mohammed wandte sich um und runzelte mit dem Stirn.
Das heißt, er konnte nicht den blinden Mann heilen. Mohammed hat selbst noch nicht mal den Mund gespaltet. Und Allah hat diesen Mann nicht mal geheilt. Und was bringt ein Menschen, der leidet und Schmerzen an Mondspaltung? Kann er ihn davon von den Schmerzen befreien, weil der Mond gespaltet ist? Natürlich nicht. Ja, das weiß ich natürlich nicht, aber wenn man selber auch eingibt, Mondriss, wie ich das auch gerade eben eingegeben habe, da sieht man klar und deutlich, dass in der Mitte so ein Riss sich befindet. Und ja, der soll halt dafür stehen, dass unser Prophet Mohammed den Mond in zwei Teile halt getrennt hat. Nicht und das ist auch wissenschaftlich bestätigt. Das sieht man auch hier, nein, im Internet. Und auch im Koran steht drin, dass unser Prophet das gemacht hat. Dass es tatsächlich so war, dass unser Prophet Mohammed halt den Mond in zwei Teile gemacht hat. Aus welcher Sura nimmst du denn, das ist Mohammed? Ich zeige dir gleich mit der Mondspaltung, dass es nicht stimmt. Der Koran sagt nicht, dass es Mohammed war. Dass es jemand anders war, oder wie? Dass es angeblich Mohammed war. Das sagen die Muslime, aber das stimmt nicht. Ja, zeigst du mir das jetzt, oder? Ich dachte, du zeigst mir das jetzt. Ja, ich suche das gerade raus. Sofort. Also es dauert hier ein bisschen, alles, bis ich hier die Quellen habe. Moment. Ganz kurz. Ich zeige dir das. Ich zeige dir das Wort. Ja, komm doch. Also ich werde gleich offline gehen. Sura 54, Vers 1. Warte ganz kurz. Ich habe hier auch im Internet nachgeguckt. Könntest du vielleicht gleich Sura 54, Vers 1 eingeben? Ja. Normalerweise schaue ich mir das im Internet nicht an, aber habe mir das jetzt zufällig mal angeguckt. Ja. Wenn wir die Schlangen, was du da 54, Vers 1, was du gesagt hast. Okay? Aber ich muss jetzt gleich offline gehen, weil ich muss morgen früh aufstehen. Ja. Und dann zeigst du mir, ob Mohammed das vollbracht hat. Und das mit der Mondspaltung, dazu komme ich noch gleich. So. Jetzt kannst du mir sagen, wo bitte Mohammed das vollzogen hat. Das steht jetzt nur hier, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Ich informiere mich normalerweise auch nicht bei Internetquellen. Aber Sure 54, Vers 1. Ja, habe ich. Kannst du bitte lesen? Was steht hier? Ich habe eine Frage. Da stehen ja verschiedene. Was für Namen stehen denn da? Was heißt das mit Azar, Rasul? Das sind Übersetzer, das sind Übersetzer. Moment, also lesen? Da steht nichts mehr Mohammed? Nein. Moment, könntest du weiter darunter, ja, runtergehen? Also nochmal links. Ich sage dir, ja. Nee, ich meine weiter nach links. Komplett nach links. So, sie leugnen folgende. Warum steht das denn da nicht? Weil Mohammed nicht den Mund gespannt hat. Weißt du, was noch aufgefallen ist?
Und auch das ist eine Widerlegung des Islams. Weißt du wieso? Ja, aber die Sache ist ja, also Was bei fällt einer dir in dieser auf? Internetquelle steht Was fällt das. dir in dieser Aussage auf? Die Stunde ist nah. Weißt du, was ist damit gemeint ist? Die Stunde ist nah. Also damit wird ja gemeint, dass also die Zeit langsam gekommen ist. Welche Zeit ist gekommen? Oh, das weiß ich nicht. Das ist die Gerichtszeit. Da, die Stunde des Gerichts ist schon angerückt. Die Stunde des jüngsten Gerichts ist nah. War schon der jüngsten Gericht oder kommt das jetzt noch? Nee, kann es vielleicht sein, dass es da weiter unten steht, also ganz links und dann Nein, weiter runter? Weil ich kann dir alles zeigen, aber das hat Mohammed nicht getan. Und zweitens, der wer hat es Islam denn widerlegt getan? sich ja selber. Guck mal, der hier sagt, die Stunde des jüngsten Gerichts ist nah. Wann kommt er? Also laut Islam gab es schon den jüngsten Gericht, das, oder? Natürlich nicht. Der jüngste Gericht kommt noch. Man kann man mich gut hören? Ja, man kann mich sogar sehr, sehr gut Hallo? hören. Weißt du, was ich dir damit sage? Alles, was du einblendest, was du gehört hast von irgendwelchen Muslimen, das passt nicht von vorne bis hinten. Nicht. Selbst der Koran widerlegt sich selbst. Das habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Die Stunde des Gerichts ist nah. Welcher Gericht ist damit gemeint? Ja, wenn du jetzt eingibst, zum Beispiel in Google, des jüngsten Gerichts ist, jüngsten Gericht im Islam, Beispiel, ich gebe das mal ein. Beispiel, jüngsten Gericht. Ja. Was passiert denn im jüngsten Gericht? Wieso heißt das überhaupt jüngsten Gericht? Islam. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt eingibt, Islam, ne? Ist ja gar kein Problem. Ne? Kannst du Ja. das hier lesen? Ja, ich kann Kannst du das das lesen, aber ich lesen? verstehe dich gerade nicht so gut. Aber hört man mich flüssig? Ja, also da steht der jüngste Tag auf der Auferstehung, Tag des Gerichts oder Tag der Abrechnung. Das bezieht sich auf Ja. die Auferstehung. Und wann ist die Auferstehung schon da passiert? Natürlich nicht, oder? Also wann die auch nochmal. Ich habe es gerade nicht verstanden. Wann kommt die Stunde des Gerichts? Das ist doch am letzten Tag. Also, wenn die Amen. Erde Ja, kurz genau, vorm das ist der Enden letzte ist. Tag. Der letzte Tag. Und was sagt Allah hier? Die Stunde des jüngsten Gerichts ist nah. Der Mond wird sich sicher spalten. Oder in dieser Übersetzung, der Mond hat sich gespaltet. Die Stunde ist gekommen. Also, der jüngste Gericht ist gekommen und der Mond hat sich gespalten. Aber wir sind ja noch auf der Erde. Am jüngsten Gericht wird ja Gericht gehalten über alle Menschen. Das heißt, Allah verdirbt seine eigene Suppe hier. Die Stunde ist nahe gekommen. Moment, die Stunde. Nee, ah, Moment. Das wurde, glaube ich, auf der Seite, wo du gerade bist, falsch interpretiert. Weil hier steht, also auf der Seite, wo ich gerade bin, normalerweise schaue ich mir solche Seiten nicht an, aber hier steht, die Stunde ist nahe gekommen und der Mond hat sich gespalten. Sure 54, Vers 1. Ja, Und und Ibn das, Rasul was du mir auch gerade gezeigt hast, das ist dieselbe Übersetzung. ja, also das steht komplett was anderes. Ja, aber die Stunde ist nahe gekommen. Das ist die Stunde des Gerichts. Den jüngsten Gericht. Wenn du zum Beispiel auf Arabisch gehst, ich gehe mal auf Arabisch, da steht dasselbe. Und wir wissen ja, dass der jüngste Gericht noch nicht stattgefunden hat. Das bezieht sich auf die Endzeit. Aber Allah sagt schon bei der Mondspaltung, der jüngste Gericht ist gekommen Ja. und der Mond hat sich gespalten. Aber wir wissen Moment, ja, man dass kann mich das gut jüngste hören, Gericht oder? in der Weil, Endzeit. Was? kann man mich gut verstehen? Denn ich verstehe deine Stimme nicht so gut gerade. Ja.
Ich verstehe dich. Okay. Kann ich eine Sache vorlesen? Das steht hier. Das wurde in so Klammern zusammen gemacht. Da steht, also was damit halt gemeint wird, dass Mohammed das Wunder der Mondspaltung vollbracht hat, gilt in der Theologie allgemein als anerkannte Tatsache. Wer sagt das? So, das wird damit gemeint. Wer sagt So, das? das wird, ich hab das hier von der Seite, also ich habe erstmal eingegeben, so Mondriss Prophet Mohammed. Und dann stand da www.islamweb.net. Und dann stand da als Überschrift Wunder der Mondspaltung. Ja. Und welcher Gelehrte sagt das? Ja, von dort habe ich meine Informationen. Naja, da kann ja jeder reinschreiben. Aber wir sehen ja die islamische Quelle. Guck mal, was da steht. Über die letzte Endzeit. Der letzte Endzeit. Und das ist 54, Vers 1. Welcher Gelehrter willst du? Ibn Kathir. Wir wissen, dass der jüngste Tag noch stattfinden wird und er hat nicht stattgefunden. Aber Allah sagt, er hat stattgefunden und er hat den Mond gespaltet. Ja, der hat den Mond gespaltet, ja. Aus dem Grund, weil er den Ungläubigen zeigen wollte, dass der Islam die richtige Religion ist. Aber dann Ja, haben aber es andere geht ja Menschen halt darum, nicht dass dran man das geglaubt. nicht gespaltet hat. Sondern Allah hat das gespaltet. Und wenn es Allah gespaltet hat, sagt Allah, die Stunde ist gekommen. Das heißt, die Stunde des jüngsten Gerichts ist nah. Das hat der Übersetzung. Guck mal, das auf Arabisch steht ganz was anderes. Da wird es expliziter erwähnt. Und das wird noch schlimmer erwähnt. Dass das Tag der jüngsten Gerichts schon gekommen ist. Und das ist, der Beweis ist die Mondspaltung. Und das widerspricht sich durch und durch. Wir wissen ja, dass das jüngste Gericht noch stattfinden wird. Merkst du den Unterschied jetzt? Ja, das habe ich gerade eben nicht gut verstanden. Ich glaube, das liegt an deinem Internet. Moment, könntest du das bitte wiederholen? Ich habe dir gesagt, dass das jüngste Gericht stattfinden wird. Ne? Zum Beispiel, hier. Da, na, bevorsteht und so weiter, am nächsten. Das passt nicht. Aber warum stehen dann denn zwei Sachen? Ja, weil Da es stand verschiedene. einmal, die Stunde ist nah vor dem jüngsten Gericht. Und da anders stand irgendwas mit, die Stunde ist nah. Ja, weil es verschiedene Übersetzungen ist. Auch wenn die Stunde nah ist, wenn ab dem Mondspaltung beginnt ja die Endzeit, sagen einige Leute, ne? Es passt aber nicht. Die Frage ist, die Sura 54. Bitte? Die Sura 54, wo wurde die offenbart? In Mekka oder in Medina? Man versteht es leider nicht gut. Könntest du das bitte nochmal sagen? Wo wurde die Sura offenbart? Die Sure. Moment. Ich habe erstmal Mondspaltung ab, also erstmal Mondriss, Prophet Mohammed habe ich eingegeben. Und danach hier, das war glaube ich hier, ne? Nee, aber hier bei Mondspaltung, das allererste. Das stand halt da drinne. Also hier steht 54, 1 bis 3, die Stunde ist nahe gekommen und der Mond hat sich gespalten. Doch wenn Sie ein Zeichen sehen, wenden Sie sich ab und sagen, dies ist ein ewiges Zauberwerk. Und das waren halt ja die Ungläubigen. Und sie leugnen und folgen ihren Gelüsten, doch alles steht endgültig fest.
Darin wurde schon früh ein Hinweis auf ein Wunder des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, gesehen. Also damit, hier wird das ja auch selber beschrieben, dass dieses Wunder von unserem Propheten kam. Und du meintest ja eben, dass es eben er nicht musste, vom Mohammed kam. Ja, aber nicht er hat das verbracht. Er musste an Allah darum bitten. Du musst schon richtig lesen. Es geht hier noch weiter. Der von den Augen der zumeist feindlich gesonnenen Quarisch den Mond in zwei Hälften gespaltet hat und dem und um diejenigen, die ein solches Wunder abweisen, überzeugen zu können, argumentiert Kadi Liat. So, das habe ich jetzt von der Seite, aber da wird ja auch selber halt also da steht ja selber geschrieben, dass Mohammed, unser Prophet Mohammed, dieses Wunder halt hatte, diesen Mond in zwei Hälften zu spalten, um den Ungläubigen halt, um die halt überzeugen zu können. Wie hat er gespalten? Ja, mit unterschiedlichen Religionen ist. Warte, ganz kurz. Wie hat er den Mond gespaltet? Mit einem Schwert? Wie er das gemacht hat? Ja. Also hier steht ja drin mit dem Wunder, den er hatte. Welchen? Mit was? Mit was hat er denn gespaltet? Mit einem Buttermesser oder mit was, Habibi? Ja, das weiß ich nicht. Das steht hier selber nicht drin. Es gibt sogar Aussagen, also wie genau, ob er es mit der Hand gemacht hat, ob er das mit der Hand gemacht hat oder so, das steht hier nicht drin. Ja, wenn du sagst, dass Mohammed den Mond gespaltet hat, wie hat er das gespaltet? Mit was hat er gespaltet? Es gibt sogar Hadithen, da heißt es mit einem großen Schwert. Glaubst du an sowas? Mit einem großen Schwert? Ja, natürlich, also es kann ja sein. Wenn es im Koran so geschrieben steht, dann kann es ja sein. Das steht nicht im Koran. Badawis, Dr. Moreya Badawis, unter anderem sagt das. Moment, kann ich kurz rauskommen und wieder reinkommen, weil man versteht dich echt gerade nicht gut. Okay. Ja? Ja, ist gar kein Problem. Also ich wollte jetzt gerade eigentlich schon offline gehen. Ich bin schon die ganze Zeit über die Zeit. Ja, alles gut dann. Also wenn du willst, kannst du gerne reinkommen. Ich zeige dir das mit dem Schwert. Ja, ich gehe dann ganz kurz rein und wieder raus. Okay, mach das. Mit deinem Buttermesser. Ach ja. So, wollen wir das denn? Ich zeige euch das mal mit den Mondspaltungen. Das war vielleicht Herkules-Schwert, ich weiß es nicht, aber. Oh Mann. Ganz kurz. Ich suche gerade den Hadith daraus. Wo ist das denn? Mann, wo ist das? Mit einem Buttermesser hat er den Mund gespaltet. Es tut mir leid, dass ich so lachen muss, aber... Manche Kommentare sind echt der Hammer. Einer schreibt mit einem Buttermesser. Ja, ganz kurz. Du brauchst den Link. Wer braucht hier den Link? Aber ich überlege, dass ich wirklich offline gehe, weil ich bin schon über die Zeit und ich muss morgens viel raus. Wir machen das gerne nächstes Mal, wenn ich online bin, ja?
Weil ich muss das die ganze Zeit hier suchen, ich finde das irgendwie hier nicht. Jo. So, da bin ich wieder. Ja, man versteht sich jetzt besser. So, also wie unser Prophet Mohammed mit seinem Wunder halt diesen Mond gespaltet hat, weiß ich jetzt nicht. Also das steht hier auch nicht grob drinne. So, da müsste ich mal nachfragen und ich könnte dir das dann nächstes Mal beantworten, aber mit deinem Buttermesser wahrscheinlich nicht. Ja. Ja. Und also du hast ja eben gesagt, dass du morgen um 4 Uhr aufstehen musst, ja? Nee, ich muss morgens früh raus. Das heißt, ich kann dir das gerne nächstes Mal mehr zeigen darüber. Ja, gerne, gerne. Ich will jetzt auch nicht weiter stören, ne? Wir haben schon 23:32 Uhr. Aber ich möchte eine Sache noch an die Muslime sagen. Ist das in Ordnung? Ja, bitte. So, es gibt ja auch wahrscheinlich Muslime, die wirklich mit dieser Diskussion wahrscheinlich sehr genervt sind. Die mögen es halt nicht. Etwas zu hören, was sie stört. Aber was ich sagen möchte, ist an die ganzen Muslime, liebe Brüder, verhaltet euch einfach ganz normal, ganz ruhig. Wenn ihr einen Dialog habt mit jemandem, mit einem Christen, sei es Juden oder Hinduisten, einfach mal ruhig bleiben, einfach ein normales Dialog führen. Wir sind alle Menschen, keiner ist anders als der andere. Jeder hat seine Sünden, jeder hat seine guten Taten, jeder hat ein reines Herz, auch wenn unter vielen Menschen sehr viele Heuchler drinstecken. Und ich wünsche mir sehr von Herzen, dass man in diesem Livestream zum Beispiel auch mal reingeht und einen vernünftigen Dialog führt, ohne zu schreien, ohne zu sagen, ja, wenn ich dich sehe, mach ich mit dir dies, mach ich mit dir das. Somit stellt ihr eure eigene Religion sehr schlecht dar. Und Elia, ich bedanke mich auf jeden Fall von dir, dass du mich auch Okay. hier sehr friedlich aufgenommen hast in deinem Livestream. Ich bedanke mich sehr. Und auf jeden Fall, ich werde mich auf jeden Fall informieren und ich freue mich auf nächste Woche. Wenn du mich Genau, natürlich also annehmen das, solltest. genau das, was ich dir vorhin Ja. gezeigt habe und so weiter, das kannst du damit gerne zu deinem Imam gehen und auch Genau. das mit dem jüngsten Tag und so weiter, das kannst du auch machen. Und dann werde ich dir zeigen mit der angeblichen Mondspaltung, weil ich habe das jetzt gefunden, das ist aber ziemlich lang alles, deswegen machen wir das gerne nächstes Mal, okay? Ja, alles klar. Okay, Ich alles wünsche dir einen Gute, schönen ne? Abend noch. Ja, Ja, alles ciao. Gute. Ciao. So, mein lieber Zuschauer. Ja, wir hatten ja vorhin einige Muslime gehabt, die konnten nicht antworten, dass Isa da gestorben ist. Jetzt hatte ich mit den 3 Tagen, habe ich das gar nicht mehr eingeblendet. Das ist, weil man immer wieder vom Thema wegkommt. Ich werde darüber ein kurzes Video machen und euch quasi das einblenden, dass es besser ist, weil das ist eine wichtige Arbeit. Das wird wahrscheinlich 6 oder 5 Minuten sein und dann könnt ihr euch das gerne ansehen. Ja, also wir haben gesehen, dass Allah sich selbst widersprochen hat, dass alle Gesandten sind ja gestorben vor Mohammed. Und dann sagt er, dass Isa nicht gestorben ist und emporgehoben worden ist, obwohl in der andere Sure sagen, alle sind gestorben. Also es passt von vorne bis hinten nicht. Der eine konnte mir nicht antworten, dass mein Almosen, ja, wenn Isa wiederkommt, dann wird er definitiv kein Almosen geben. Sonst hätte er nicht, sonst hätte er nicht gesagt, solange ich lebe. Solange ich lebe, ist ganz klar, dass er auf seinen Tod hindeutet. Gott segnet euch. Gott bewahre euch mit seiner Liebe. Und ich hoffe, dass dieser Muslim alles prüft, was ich sage, denn er wird sich noch wundern, was wirklich der Islam ist. Gott segnet euch. Bis demnächst, ne?